Sehr erstaunlich, was eine 13-Jährige schon auf der Bühne leistet. Dave Stewart, früher gemeinsam mit Annie Lennox, natürlich, kennen wir alle. Das 80er-Pop-Duo Eurythmics. Jetzt ist Dave Stewart mit seiner Tochter auf Tour. Stefan Spiegel kann Ihnen mehr dazu zeigen. Die haben verkackt. Annie Lennox sang die Songs und er schrieb sie. Dave Stewart, Mastermind der Eurythmics, dem Pop-Duo der 80er. It's kind of little life history. Meine Tattoos sind so etwas wie meine Lebensgeschichte. Das hier ist das erste Logo der Eurythmics. Und dann hier oben, das ist die stürmische See mit einem Boot und ich stehe hinten als Steuermann. Und das hier, das ist Super Heavy, eine Band von mir und Mick Jagger. Auch auf seiner Haut das Cover seines neuen Albums Lucky Numbers. Das Musikvideo dazu Dave Stewart als Zirkusdirektor. The whole rock'n'roll circus thing, so it's kind of a little bit. Dieser ganze Rock'n'Roll-Zirkus, ein bisschen träumerisch, künstlerisch, mit Freaks. Dieses Gefühl ist wahrscheinlich eine Metapher für mein Leben in dieser Art Zirkus. In a kind of circus, you know? In den Musikzirkus hat er jetzt seine Tochter eingeladen. Kaya Stewart, 13, auf dem Zirkuselefanten. Am Anfang hatte ich Angst, weil ich dachte, wow, der ist so groß. Aber als ich oben war, hat es richtig Spaß gemacht. Sie hat das, wovon Millionen Teenies träumen, einen Popstar als Vater und ist unterwegs auf Welttournee. I just love it. Yeah. Ich liebe es, wirklich. Okay, es gibt auch die andere Seite, am Flughafen warten, im Hotel rumhängen und wenn wir wirklich müde sind, lange aufbleiben. Aber das, was dabei rauskommt, ist live zu spielen und Songs zu schreiben. Wow. 17 Uhr, Soundcheck für Tochter und Vater. Und danach Hausaufgaben. Vater Dave kontrolliert persönlich. She has a fantastic school. So the school. Sie hat eine wirklich gute Schule. Wenn sie mit mir auf Tour ist, dann kann sie den Stoff online abrufen und die Hausaufgaben hier machen. Und wenn sie dann zurück ist, ist sie genau auf dem Niveau der anderen Kinder. Point when she gets back. Hauptsache, sie wird bis zum Konzert fertig. Schon vor Beginn begeisterte Fans. Großer Performer, ein toller Gitarrist und auch ein ganz netter, glaube ich. Wir brauchen solche Leute, oder? Auf jeden Fall. Angepasst und ein bisschen frei im Denken, immer gut. Und ihn jetzt alleine zu sehen, wie er sich weiterentwickelt hat und vor allen Dingen auch mit seiner 13-jährigen Tochter, finde ich ganz, ganz toll. Na dann, Rock'n'Roll, Herr Direktor. If somebody chooses an occupation, I kind of feel like ich glaube, dass in dieser Welt der Beruf dich aussucht. Und Kaya hat schon als Zweijährige immer gesungen und Klavier gespielt, also hat der Beruf Musikerin sie ausgesucht. Aber ich sage ihr häufig, es ist nicht einfach, denn man möchte immer mehr, immer etwas Großartiges machen. Den besten Lehrmeister hat sie ja an ihrer Seite. Und ob sie es glauben oder nicht, was sollst du sagen? Muss das Spaß machen, oder? Mit der Familie auf der Bühne zu stehen. Ist das cool? Geil. Ich meine, der Vater heißt Dave Stewart, du selber bist auf der Bühne und hast schon so eine Röhre auch als Mädchen. Ist ja sehr fantastisch. Gut. Glücksgriff.